weiß nicht. Da gab es den nicht also noch einen Hafen, den du erwähnt hast. Hä? Gab es noch einen Hafen? Ja, hier denn. Ach, guck mal. Ist ein Hafen. Und sieh einer an, da sind ja zwei Leute. Hm. Aber echt, wir sollten echt nicht mehr lange hier draußen bleiben, sage ich dir ehrlich. Mhm. Hans, dieser Typ hat auch gar nichts gemerkt. Das war viel zu... Hey, nicht lauschen! Weißt du, und dann habe ich bei den Typen die Tickets für die Quizshow gestohlen. So, hey, nicht lauschen! Du hast gestohlen? Hm. Hä? Was denn? Willst du dann in die Presse bekommen oder was? Hm. Also wir können es auch den Wachen erzählen, dass du eine Straftat mit deinem Kumpel da begangen hast. Ich nehme mal an, dass du dann hier der Letzte bist, der lacht, mein Freund. Wenn ihr das tut, komm ich persönlich zu euch vorbei. Also Wachen stehen ja direkt da hinten, da könnte ich mal schnell vorbeischauen, ne? Okay, ist ja schon gut, Mann. Was wollt ihr? Gold? Was sind das für Tickets? Erzähl mal. Das sind halt Tickets für die Blitzquiz-Show. Ich in der Hand zu haben, welche gestohlen von so einem Typen, der hatte zwei, damit wir zusammen zur Show gehen können. Blitzquiz-Show, das stimmt doch an den News. Hört sich interessant an. Hör mal, ihr habt eine Straftat begangen und sowas muss ja bestraft werden, ne? Oh nein, was wollt ihr jetzt? Was hat die Tücke zu überragten? Und das bleibt unser kleines Geheimnis. Wir können es aber auch gerne den Wachen erzählen, also wie du willst. Nein! Bloß nicht diese wertvollen Tickets! Wir haben extra dafür geraubt! Wir wollen unbedingt dahin! Wachen! Okay, chill, Mann! Na schön, für 10 Gold könnt ihr sie haben. Ein bisschen teuer, findest du nicht? Machen wir mal 5 draus. Ja, na gut, 5 bitte. Hack gemacht. Ja. Hast du was? So, gib mal her. Ha! 2 Tickets für die Blitzquiz-Show! Danke, Jungs. Und immer clean bleiben. Tschüss. Ja. Okay, warte. Und wo ist... Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist sie? Ich meine, das Einzige, woran ich jetzt denken könnte, ist vielleicht da hinten. Aber da ist es irgendwie so dunkel. Ich meine, wir können es vorbeischauen. Ich meine, wir haben starke Waffen. Ja, haben wir. Aber ich sehe auch nichts. Ein bisschen spooky jetzt gerade. Ja, es ist echt dunkel. Boah, nachher kommt hier irgendeine Gestaltung, ja. Vorher habe ich gerade richtig Schiss. Was? Ja, wir haben Waffen. Wir haben Titanen besiegt, die sind nix dagegen. Ja, aber trotzdem. Bisschen spooky ja schon, ne? Bitte auch sieht noch ein Geheimagent. Aber was hat er denn für Security? Security, ja, sogar Security. Hey, ihr da, stehen bleiben. Habt ihr Tickets? Ja, 2 Stück. Lass mich mal sehen. Okay. Alles in Ordnung? Wo habt ihr die her? Die haben wir gekauft. Von so einem Händler, der hat die verkauft. Wo denn sonst, mein Freund? Äußerst merkwürdig euch verhalten. Aber ich lasse euch passieren. Viel Spaß. Dankeschön. Okay. Okay. Lass mal reingehen. Meine Damen und Herren! Willkommen zur heutigen Ausgabe der Blitzquiz-Show! Hey! Gastgeber Jürgen. Endlich eine neue, aufregende Ausgabe der Blitzquiz-Show. Mein Name ist Jürgen und ich führe Sie durch diese Show. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Wartezeit, aber das Warten hat sich gelohnt, liebe Zuschauer. Denn in dieser exklusiven Ausgabe der Blitzquiz-Show haben wir 2 ganz besondere Stargäste dabei. Die beiden, über die jeder redet. Scooper und sein Freund Holy Saiyan. Was? Er meint uns. Hä? Genau, sie haben richtig gehört. Die beiden, die Titanen bezwingen können. Als Preis der heutigen Sendung können sie einen Schlüssel zu einer atemberaubenden Villa erspielen. Um zu gewinnen, müssen sie unsere beiden Stargäste 3 unserer Minispiele absolvieren, ohne zu sterben. Ich würde sagen, reden wir nicht um den heißen Brei herum, sondern fangen wir an mit unserem ersten Minispiel. Und zwar... Quizduell! Die Spielregeln sind wie folgt. Drücken Sie auf den grünen Knopf, wenn die Frage korrekt ist. Ist sie falsch, drücken Sie bitte den roten Knopf. Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage,
beantworten Sie die richtig, wird der nächste Spieler ausgelost. Hey. Herr Scooperfall, ich hoffe, Sie sind bereit, als Erster anzufangen. Hier kommt die erste Frage. Frage 1. Landen Sie auf Heuballen, erleiden Sie keinen Schaden. Du kriegst Schaden. Das war korrekt. Ey! Ja. Frage 2. Der mysteriöse Ellmann wurde insgesamt 6-mal gesichtet. Ich weiß nicht. Warte. Tropeninsel, Magieinsel, Donnerinsel. Tropeninsel zählt nicht. Als wir in der Magieinsel waren. 5. Es waren 5. Das war korrekt! Frage 3. Ey! Hey! Der Schnee steigt täglich um 0,1 Zentimeter. Ja. Oh, da haben das wir gesehen in der Village. Mit einer Gasträne kann man einen Direktheilungstrank brauen. Falsch! Damit machst du Regeneration. Mit einer Gasträne. Ach so. Das war korrekt! Komm, da hast du mir geholfen. Frage 5. Ein Blutmond erscheint jeden Monat. Ein Superblutmond alle 10 Jahre. What the? Ich hab keine Ahnung dabei. Ah, richtig! Das war korrekt! Was? Reicht doch! Auf der Berginsel gibt es 7 weitere kleine Inseln drumherum. Was? Ich weiß nicht. Wir haben auf der Map da Punkte gesehen. Ich glaube, das ist richtig. Das war korrekt! Ja, und du bist dran. Ah, ja. Frage 7. In Wahrheit gibt es 8 Helden, die einst die in den Tempeln verschwanden. Das waren doch 7, oder nicht? 6! Ich würde auch auf 7 gehen, Junge. Was? Was? Das war leider falsch. Frage 8. Oh, mit 45 Goldklumpen kann man sich ein Golem craften. Ja. Ich hab auf richtig geklickt, ich Dummi. Frage 9. Kannibalen konnten vor sehr langer Zeit deutlich sprechen. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Das war korrekt. Ey, warum nur du? Die letzte Frage. Gelee wird aus Schleimen gewonnen. Ich glaube mal, ja. Ich glaub auch. Ja. Wow, ein großer Applaus für unsere beiden Kandidaten. Eine Spitzenleistung in Rekordzeit. Unser nächstes Spiel heißt Triff oder Kassier. In diesem aufregenden Bogenduell spielt ihr gegeneinander. Wer als erstes 15 Ziele getroffen hat, ist der Gewinner. Oh. Ich würde sagen, beginnen wir. Mann! Ah, das ist so schnell. Holy Sierra hat 15 Punkte erreicht. Arschloch. Eine Spitzleins von ihm beiden. Aber es wird Zeit für das nächste und letzte Spiel. Ist doch. Es heißt Best Raid. Ich werde so verkacken. Oh nein. Oh nein, was ist das jetzt? In unserem letzten Spiel geht es darum, 10 versteckte Goldblöcke zu suchen und in den Trichter zu werfen. Wer von Ihnen hat erst 10 Goldblöcke in den Trichter geworfen hat, hat das Spiel gewonnen. Oh. Alles klar, das klingt machbar. Wenn das Spiel losgeht, erhalten Sie automatisch eine Spitzhacke von uns. Ja, das ist gut. Das wird doch gut. Dann muss ich meine eigene nicht nutzen. Ja. Sind Sie bereit? Denn es geht jetzt los. Viel Erfolg! Oh mein Gott! Nein, hier ist Lava! Ich hab einen! Ah, ich bin Lava gefahren. Ah, so nicht. Aber man sieht, wenn du einen hast. Oh! Noch einer! Hier geht's nicht lang! Ich hab einen! Ja! Hier ist noch einer! Nein, ich hab was abgebaut, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Hier ist nix! Oh, hier ist noch. Nein! Runtergefallen.
Was? Nein. Nicht mit mir. Noch einer. Ah, da oben. Was? Nein. Ich bin noch unten. Warum bin ich hier? Oh mein Gott, man ist feuerresistent. Wirklich? Danke, Jürgen. Noch einer. Wie komme ich da hin? Wie hab ich? Ich hab 5? Ah, da. Ah, der. Ah, da hab ich noch einen gesehen. Nein. Nein, 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 ich komme noch nicht hin. Nein, ich komme nicht hin. Mir fehlen 2 Stück. Mir fehlen 2 Stück. Da liegt einer. Ich hab den da liegen lassen. Nein. Mir fehlt einer. Einer. Komm. Wie komme ich da hoch? Ah, da ist einer. Digga, wie komme ich da hoch? Ich hab keine Ahnung. Jürgen. Was ist das? Wo war der? Nur einer, den ich nicht aufgesammelt habe. Hä, wie kann ich da hin? Was ist das? Ah. Nein! Hä? Ich bin irgendwo runtergefallen. Digga, wo ist der? Ah, hier. Da wäre mir jetzt gar nichts mehr. Hä? Ich hab einen, aber der ist hier. Ich find's nicht. Hab ihn. Ich hab alle. Was ist der Scheiß? Hier, nimm. Oh. Nimm. Ja, Scooperfire hat alle 10 Goldblöcke gefunden. Das Spiel ist vorbei. Und damit sind die Spiele vorbei. Ihr habt alle Herausforderungen qualitativ gemeistert. Applaus für Scooper und Holy Sam, meine verehrten Zuschauer. Danke. Reality Show. Und wie versprochen, ihr wohlverdienter Preis. Los, nehmt ihn euch. Willensschlüssel. Was ist da drin? Ein Schlüssel. Dankeschön. Und damit endet die Blitzquiz-Show auch schon wieder. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, auch im Namen unserer heutigen Stargäste, Scooper und Holy Sam. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei, wenn ich, Jürgen, Sie zu einer weiteren spannenden Ausgabe der Blitzquiz-Show begrüßen darf. Ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Bühne frei für die einmalige Blitzquiz-Show. Aua. Abonnieren, Glocke aktivieren, Like lassen, ja. Video teilen, auf Social Media folgen und tschüss. Oh, boah, das war geil. Und guck mal, ist wieder lustig. Und es ist schon, ja, es ist wieder morgens. Dass es so lange gedauert hat. Ah ja, so endlos geil, Junge. Digga, diese Goldblöcke, ich hab den letzten nicht mehr gefunden. Meiner lag da herum. Ich glaube bei mir auch. Das musste gewesen sein, weil ich hab überall geguckt. Weil. Ja, okay. Yeah. Das ist, okay, wir haben jetzt einen Villenschlüssel. Aber hier ist keine Villa, also ich sehe keine. Ich weiß auch nicht, wo eine Villa ist. Villa Mysterio zeigt paranormales Verhalten, aber wo? Villa Mysterio? Ich weiß nicht, wo die sein soll. Hier ist eine Tür. Wo? Ach so. Aber ich glaube nicht. Klopf, klopf, klopf. Hörst du das? Oh nein. Nein. Ja, ich wusste es. Er ist uns 4 Paralleluniversen zuvor. Wenn das nicht meine Lieblings-Titan-Killer sind, was darf es sein? Du bist echt auf jeder Insel zu finden, kann das sein? Das stimmt. Ich betreibe einmal die Woche auf jeder Insel einen Shop. Und dir wird das auch nie langweilig dadurch irgendwie. Hier auf der Winterinsel kann ich mir immer die Blitzkrieger angucken. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Und die Geschichten von dieser Villa im Süden der Insel zu hören, bereitet einem einen kalten Rücken. Was du nicht sagst. Blitzgeschoss, da waren wir übrigens vorhin. Ach wirklich? Wie war's? Geil. Wir haben jetzt einen Villa-Schlüssel bekommen. Ja, interessant. Was du nicht sagst.
Aber selbst mit der Wollrüstung ist kalt, findest du nicht? Ja, schon. Da gefallen mir die anderen Insel lieber. Ich hasse nämlich die Kälte. Aber Business ist Business. Außerdem kann ich nur hier die Blitzgeschau mir ansehen. Wenigstens schützen mich die Wollrüstung ein wenig vor der Eiskälte. Wir enden wenigstens nicht wie die im Trauertal. Ja, das ist ja... Wie Leckerchen gibt's denn bei dir diesmal zu kaufen? Wollrüstung. Wollrüstung! Wetten? Ist mir egal, aber bei dir wird das so dick eingekauft, ne? Es ist mir egal. Hast du Gold für mich? Ich hab kein Gold. Jetzt wird's mir auf jeden Fall wärmer. So, ja, mir auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Roman, haben wir jetzt auch was. Ein kleines Mitbringsel, ne? Ja, Mentmo, danke schön. Auf jeden Fall ist uns jetzt nicht mehr so viel kalt. Immer wieder gerne. Ihr seht ja, wie die Bude aussieht. Selbst hier unten wird's kalt. Nehmt euch Nacht. Ja, okay. Auch wenn es ein bisschen Deko aussieht, aber. Tschüss, Mentmo, pass auf dich auf. Wir sehen uns auf der nächsten Insel. Boah, ey, das ist viel besser. Ja, boah, aber ist trotzdem noch ein bisschen kalt. Aber ey. Ja, und außerdem ist der Typ auf jeder Insel. Wir sehen aus wie Inuits jetzt ein bisschen. ja, aber ja, egal, das ist jetzt auszuhalten. Ja. Oh, ey, da leuchtet's. Oh mein Gott, ein Bär! Oh mein Gott! Winnie Pooh! Sollen wir den hier lassen? Ich meine, hier ist eh nichts. Ja, komm. Der Arme. Er wohnt vielleicht da. Ja, ja. Oh mein Gott. Wir haben ja Rollrüstung jetzt, deswegen können wir lieber hier auf den Berg gehen, anstatt da. Ja. Da sind noch Bären und so. Ein Tier. Ist nicht gut. Also ein Bär war da jetzt nur, aber... Ey, hier ist ein Typ! Wo? Hier ein Typ am Lagerfeuer. Und der macht sich da richtig gemütlich, Mann. Ey, und da hinten ist auch irgendwas. Egal, gehen wir erstmal da hin. Wo? Da ist irgendwie so ein Laden oder so. Oh. Keine Ahnung, wer ist denn das? Alter Mann. Hallo, Wanderer! Hallo. Kommt jetzt euch zu mir ans Feuer! Sehr aufmerksam für ihn, vielen Dank. Nichts zu danken, ich helfe gerne. Wie ich sehe, stammt ihr nicht von hier ab, so wie meine Wenigkeit. Ja, das stimmt. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Ich bin eines Tages hierher auf diese Insel gefahren. Ich wollte ihre Natur bewundern. Ich war kurz vor der Abreise, doch in dieser einen Nacht des Regenbluten und änderte sich meine Pläne. Ein Eissturm, gewaltig genug, um die ganze Tigerinsel in Schnee zu hüllen, zog auf. Direkt am nächsten Morgen war alles mit Schnee und Eis bedeckt. Ich wusste, ich konnte nicht mehr weg, da die Küste und der Hafen einfroren. Ich blieb also hier und kaufte mit dem letzten Gold, was ich doch hatte, eine Wollrüstung. Diese schützt mich vor der Kälte, doch es wird von Tag zu Tag immer kälter. Ich weiß, dass ich hier nicht mehr lange auf dieser Insel überleben werde, da immer mehr und immer mehr Schnee fällt und es immer kälter wird. So kalt, dass selbst der Anzug und das wärmste Feuer nichts mehr bringt. Das ist echt ein fieses Problem, Mann. Und auch nicht das Einzige. Seht ihr diesen kleinen Stand dort drüben? Das ist Norberts Krimskramsladen. Der Eigentümer heißt Norbert. Er verkauft diverses Zeug. Und ist der Einzige zurzeit, der Eisresistenztränke und Wollanzüge verkauft. Metten noch auch, ne? Doch seid gewarnt! Er versucht jeden abzuziehen, nur um sein eigenes Streben nach Reichtum zu erweitern. Der Typ, der dort drüben im Iglu wohnt, wurde erst vor kurzem von Norbert abgezogen. Falls ihr zu Norbert geht, lasst euch nicht hinters Licht führen. Okay, danke für die Information, alter Mann. Okay. Digga, das ist einmal Norbert. Guck mal, ich bin mal so nett. Sein letztes Gold, ich schenke ihm ein bisschen was. Na, wie süß. Gut, da, ey, hier ist wirklich ein. Hey, so ein Scheiß! Dieser Scheiß Norbert! Ich bin so sauer! Was ist denn passiert? Was passiert ist? Dieser Betrüger namens Norbert hat mein ganzes Gold abgezogen. Ich wollte mich nur von dieser schrecklichen Kälte schützen. Da ging ich zu Norbert und ich wollte eine Wollrüstung kaufen. Und kaum fing er an zu sprechen, hat er mich mit seiner ganzen anderen Ware angelockt. Exotische Fische, goldene Uhren, Kupferwaren und noch so ein Zeug. Ich war wie hypnotisiert. Das ist ein Betrüger, Mann. Und das ist noch nicht alles.
Ich muss nun in diesem bescheidenen Ico leben und von Quartz 4 leben. Es ist hart für mich und schuld an allen ist dieser blöde Norbert. Was ihr auch tut, lasst euch nicht von ihm hinters Ohr führen. Wie schaffen wir das? Ganz einfach, ich habe gemerkt, dass dieser Norbert eine Schwäche gegen Kunden, die gut verhandeln können, haben. Versucht einfach, den Tisch umzudrehen und ihr habt ihn in eure Klauen. Viel Glück. Ah, okay. Dankeschön. Oh Gott, der Arme. Oh Gott. Okay, Norbert. Norbert, du kleiner Schlingel, du. So, Norbert. Hey, Kunden, wie geht's? Wie steht's? Hier bei Norberts Krebskramsladen gibt es die verschiedensten und exotischsten Sachen überhaupt. Für einen günstigen Preis. Wie wäre es für die Herren mit einem Eisresistenztrank oder einem Wollanzug oder doch eher eine teure, elegante Uhr? Nein. Was gibt's hier alles zu kaufen? Und welche Preise haben die ihre Waren? 40 Gold gleich 2 Minuten Eisresistenz, insgesamt 60 Gold Wollanzug, 30 Gold für einen exotischen Fisch und 40 Gold für eine elegante Uhr. Dabei gibt's noch 30 Gold für 5 Kakaobohnen, 30 Gold für 3 Bananen, 30 Gold für 5 Gelee und 20 Gold für 2 Kupferbarren. Und nochmal 30 Gold für gefilterte Wasserflasche. Das ist gut Preis. 20 Gold für 2 Kupferbarren, bist du bescheuert oder was? Das ist viel zu teuer, Junge, ich lehne ab, Junge. Hey, warte, wir können den Preis auch reduzieren. Ein einmaliges Angebot, nur für euch, meine besten Freunde, nur für euch. Wie viel Prozent ist das Angebot? Prozent rechnen war nie meine Stärke, aber sagen wir mal 5%. Oh ja, 5%. Das ändert einfach gar nichts, oder? Nee, komm, Akle, versuch's mal nicht. Stopp, wartet bitte. Bitte. Ich muss mich doch auch von irgendwas ernähren. Bitte kauf doch was. Ich bin selber sehr arm dran. Wie viel bietest du? Wir sehen, dass du arm dran bist, ne? Mit der tollen Uhr und so. Ich weiß nicht. Reduzieren wir einfach alles um 5 Gold. Weil das ist immer noch teuer, Bruder. Dann wäre 15 Gold für 2 Kupferbahnen, die ich mir auch selber holen kann. Okay. Minus 20 Gold. Letzter Preis. Kommt schon, bitte. Ihr müsst was kaufen. Kommt schon. Ich weiß nicht. Wehe, ich warne euch. Wirklich. Abgelehnt. Nee. Also, sollen wir den machen? Alles klar. Auf einmal, ne, mein Freund. Ich kauf trotzdem nichts, hat er nicht verdient, nie von mir. Also ich kauf von dem nichts. Ich auch nicht. Kannst du schön verrecken. Norbert, kannst du schön hier ein Eis erfrieren. Hey, lass das, ey, hör auf damit. Kannst du aufhören, bitte? Verschwinde, ich hole sonst meine goldene Schwert. Pass auf. Hör auf! Goldenes Schwert, was sagst du denn hierzu, hä? Dann kann dir dein Goldschwert auch nicht mehr was machen. Okay, bitte geht's, okay. Ihr seid beste Freunde, ihr seid jedes Mal willkommen, tschüss. Okay. Tschüss Norbert, du Schwindler.